In diesem Video zeige ich dir jetzt, wie man beim Windows Movie Maker 16.4 einen Audiokommentar hinzufügen kann. Audiokommentar ist also, du sprichst jetzt etwas in ein Mikrofon. Das geht natürlich nur dann, wenn du hier bei deinem Rechner auch tatsächlich ein Mikrofon eingebaut hast oder angeschlossen hast. Das wollen wir uns jetzt gleich einmal anschauen. Wir haben hier bekanntermaßen einige dieser Ribbons und hier gehen wir aber dann in die Ribbon Startseite. Und hier haben wir schon diesen Eintrag hier, Audiokommentar aufzeichnen. Wenn ich jetzt hier draufklicke, erscheint dann hier dieses Menü, Aufzeichnen und Abbrechen. Wenn ich hier auf Aufzeichnung drücke, kann ich etwas in ein Mikrofon sprechen und es wird dann aufgezeichnet. Es landet dann in einer Sounddatei, die ich dann abspeichern kann und die wird dann hier in diesem Projekt dann, hier bei unserem Windows Movie Maker Projekt dann auch gleich eingefügt. Probieren wir das mal aus. Ich spreche mal eine kurze Begrüßung und die möchte ich dann am Anfang dann letztlich dann Video hinzufügen. Dann machen wir keine Begrüßung, sagen wir, nehmen wir mal diese Tonfigur hier, Dr. Rüdiger, und den begrüßen wir dann, wenn er ins Bild kommt. Machen wir das so. Gut. Also, Aufzeichnung. Grüß Gott, Herr Dr. Rüdiger. Klick auf Beenden. Das ist dann landet dann in eine WMA-Datei. Die speichere ich jetzt hier. Und sie wird hier eingefügt, man sieht hier diesen Eintrag, wenn ich einen Doppelklick drauf mache, bekomme ich hier die Eigenschaften angezeigt. Wenn ich das jetzt hier starten würde, das Video, ich gehe wieder auf Wiedergabe. Grüß Gott, Herr Dr. Rüdiger. Dann hörst du vielleicht jetzt, Grüß Gott, Herr Dr. Rüdiger, und das hilft mir natürlich dann an der Stelle dann wenig. Ich möchte wirklich genau zu der Anfangsstelle, wo er hereinkommt, wo er ganz dargestellt wird, hierher gehen. Klicke jetzt hierher, bei gedrückter linker Maustaste kann ich es verschieben und schiebe es dann genau hierher. Wenn ich das Video jetzt hier vorne was nach vorne ziehe und starte. Grüß Gott, Herr Dr. Rüdiger. Dann sieht man schon mit einer Verspätung hier dann, dass hier dann die Begrüßung beim Herrn Dr. Rüdiger dann tatsächlich erscheint. Und genau natürlich, wie ich den Audiokommentar verschoben habe, kann ich natürlich dann auch hier diese Musikdatei hier verschieben.